Eigentlich leben wir ja in der besten aller Welten. Zinsen sind dabei zu fallen, Inflation sowieso, Gold, Krypto und Euro steigen. Oder doch nicht? Das ist die Frage, der wir jetzt nachgehen werden, denn wir sind momentan an einer Schaltstelle aus meiner Sicht und die werde ich Ihnen gleich vorstellen. Und damit herzlich willkommen zu Fast & Forex. Ich bin Milan Arndt, begrüße Sie ganz herzlich weiterhin aus Lima. Ich bin noch ein paar Tage hier, nicht mehr so lange, knapp eine Woche ungefähr und genieße noch das herbstliche Wetter. Es ist jetzt, wird kühl. Sie sehen, ich trage meinen Sweater, mein Kapuzenhoodie, den ich so mit, Kapuzenhoodie ist auch geil, also mein Sweater, den ich mir irgendwann unterwegs dann gekauft habe, weil ich tatsächlich von Herbst zu Herbst reise. Ist etwas unglücklich gelaufen, die Planung, auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Ich will ja auch nicht jedes Klischee erfüllen und dauernd irgendwelche Bilder vom Strand zeigen. Ja, das will ja auch keiner sehen. Und unter dem Aspekt ist es auch mal ganz schön, auch mal die andere Seite der Welt zu zeigen, wie es dann da im Herbst ist. Und ich kann nicht sagen, Herbst ist schön. Hier, die Sonne fehlt. Wir haben ja Lima Gris, ja, den Nebel vom Meer. Aber im Großen und Ganzen passt das dann schon. Und man kann auch mal rausgehen. Es regnet ja nicht. Von daher passt das. Und es gibt auch keinen Wind. Also man kann auch im Sweater rausgehen, auch beim Herbst. Also völlig in Ordnung für mich. Was aber nicht so in Ordnung ist, das werden wir uns jetzt mal mit den Zahlen anschauen. Sonntag, Dienstag gab es dann die entsprechenden Reden von Powell, von Frau Lagarde und heute am Mittwoch, wo ich das aufzeichne, gab es auch nochmal ein Statement von Frau Lagarde, das aber offensichtlich die Märkte jetzt nicht wirklich groß bewegt hat. Was aber durchaus ein Thema sein kann und auch sein wird, momentan sind die Verkäufe bestehender Häuser in den USA, die wiederum enttäuschen zum zweiten Mal in Folge, soweit ich das jetzt überblicke. Und damit natürlich auch wiederum die Frage in den Raum stellen, ja, wie sieht es denn eigentlich aus mit den Zinssenkungen in den USA? Und da kommt das Sitzungsprotokoll der Fed gerade richtig, denn was steht da drin? Da steht drin, und das ist gerade eine Nachricht, die hier bei mir aufgepoppt ist, bei MarketWatch, various Fed officials said they are willing to hike interest rates if needed. Minutes show. Also das Protokoll sagt aus, dass einige, ja, verschiedene Fed-Officials, also offiziell der Fed, sagen, naja, wir sind durchaus geneigt, die Zinsen nochmal anzuheben, wenn es sein muss. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was der Markt eigentlich hören will. Bedeutet, anschnallen ist jetzt irgendwie angesagt, denn beileibe ist das Thema Zinssenkung noch nicht vom Tisch und Zinserhöhung vom Tisch oder Zinssenkung auf dem Tisch vielmehr. Und die Frage, was jetzt aus den, waren es 9, vielleicht 6 mögliche Zinssenkungen, die hier so erwartet wurden, oder waren es dann irgendwie doch nur 3 oder sind es 2 oder vielleicht gar keine? Das ist so eine Situation, die jetzt natürlich die Märkte vor eine große, große Frage stellt und das sehen wir auch in den Charts. Es geht seitwärts ein bisschen und weiß es nicht und es ist die Gefahr im Raum, dass wir jetzt ziemlich kräftig korrigieren werden, denn der Markt, nicht nur die Währungsmärkte, auch die Aktienmärkte, die Indizes haben natürlich genau darauf gesetzt. Eher nämlich an die Non-Farm Payrolls, wo man sagte, na ja, da muss die Fed ja die Zinsen senken. Und auf einmal wird dann davon gesprochen, dass man sich vielleicht doch nochmal anhebt. Das ist nicht die Idee, die die Märkte verfolgen. Also das mal so dazu am Rande. Schauen wir mal die Daten für heute, also Donnerstag dann für Sie. Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, aus den USA. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Schock erstmal tief sitzt aus dem Protokoll und diese Zahlen dann eher erstmal so unter ferner Liefen sind. Es sei denn, und Sie wissen es, dass man da natürlich dann entsprechend, naja, schwierige Zahlen hat oder Abweichung davon eben auch erlebt und hat. Dann eben am Freitag Bruttoinlandsprodukt aus Deutschland, das kommt dann zum Tragen. Ja, mager scheint es, aber immerhin, es wäre ja schon mal ein Achtungserfolg, wenn wir wieder positiv wären. Ob dann die Rezession offiziell überwunden wäre, diese technische Rezession, in der man offiziell ja ist, sei mal dahingestellt, aber es wäre zumindest mal ein Achtungszeichen. Schauen wir mal in die kommenden Tage, in die kommende Woche, was erwartet uns dann? Memorial Day, Freitag, beziehungsweise am Feiertag, dann am Montag Memorial Day. Aus Deutschland der IFO-Geschäftsklima-Index, man darf gespannt sein, auch hier, ich wage mich da jetzt nicht so aus der Deckung. Das Verbrauchervertrauen aus den USA, da können wir von ausgehen, dass die Märkte darauf schauen werden, gerade auch im Zusammenhang Verkäufe der Häuser,
dann eben Non-Farm Payrolls, Arbeitslosenzahlen, ja, all das oder Arbeitsstellen, all das ist natürlich die Frage, ja, wie viel Vertrauen ist denn noch bei den Verbrauchern? Und das heißt ja im Endeffekt ja auch nichts anderes, als sind die eigentlich bereit, ein bisschen in sich zu investieren, also irgendwas zu kaufen, ja, verbrauchen halt, weil sie wissen, dass das Geld nächste Woche, der nächste Scheck, das dann auch schon wieder reinbringt, oder trauen sie dem ganzen Braten nicht und das Vertrauen sinkt. Durchaus spannend und dementsprechend darf man sich das noch wirklich zu Gemüte führen. Dann am Mittwoch, wichtiges Datum dann für Deutschland, auch für die Eurozone, für den Euro, die Inflationsrate aus Deutschland, 2,2 haben wir aktuell und da muss man sich natürlich dann auch mal anschauen, wo bewegen wir uns hin. Bleiben wir gleich, kommen wir auf die 2,0 oder geht es sogar wieder drauf? Das ist natürlich eine Frage, die dann der Markt beantwortet sehen will, der auch natürlich darauf eine Antwort auch hat, wie er damit umgehen will und umgehen wird. Und es ist die Frage, muss die EZB jetzt langsam aktiv werden, wenn es darum geht, die Zinsen zu senken? Das ist die größte Frage und ich bleibe nach wie vor dabei, dass die EZB eher gezwungen sein wird, die Zinsen zu senken als die USA, denn wir sind eben dann doch schon relativ weit in dem Rahmen des Inflationsziels der EZB und damit wird der Druck natürlich immer größer. Ich kann es halt immer nur wiederholen, aber es zieht sich eben hin, ja? Und deshalb kann ich es ja nur wiederholen. Dann am Freitag, 31. März, dann März, Mai, meine Güte, 31. Mai, dann Verbraucherpreisindex aus der Eurozone, 2,4% haben wir dann da. Da darf man auch nochmal schauen, inwieweit sich die ganze Geschichte halt auch nach unten bewegt, gleich bleibt oder eben nach oben läuft. Und auch hier, je weiter wir nach unten laufen in der Inflationsrate, umso geringer wird das Argument für höhere Zinsen oder überhaupt angehobene Zinsen. Dann aus den USA auch nochmal die Kernrate für den Preisindex dann auf PCE-Basis, 2,8%, eben schon noch ein bisschen drüber. Muss man mal gucken, wie wir auch da stehen, können wir uns vorstellen, dass am Freitag das Währungsverhältnis Euro zum US-Dollar nochmal ein bisschen angepasst werden könnte. Das wird sich dann zeigen, wie der Markt dann die Zahlen entsprechend aufnimmt. Ja, und mit den Worten gehen wir doch gleich mal in die Charts. Bevor wir in die Charts wirklich reintauchen, Sie sehen es, ich bin nochmal hier in der CME Group im FedWatch-Tool und es sind ja noch 20 Tage bis zum nächsten Fed-Meeting, ja, bis dann wieder eine Entscheidung getroffen wird und Sie sehen es, genau 96% gehen davon aus, man bleibt gleich. Magere 4% gehen davon aus, man bleibt. Oder man geht so ein bisschen runter, 5,0, 5,25. Dann schauen wir uns mal an, wie sich das Ganze hier so verändert hat. Ja, wir sind von 3,5, also wir sind so stetig. Ja, vor einem Monat war es schon mal mehr. Ja, auch immer ganz interessant. 2,9%, 3,5, 4,0. Also es werden stetig mehr, wenn auch nur ein paar aktuell noch verwegene, wer weiß. Aber es spricht eben niemand über wirklich eine große Zinssenkung. Es spricht aber auch momentan niemand darüber, dass die Zinsen erhoben werden oder angehoben werden könnten. Also damit ist die Situation momentan eher so auf Stillstand. Heißt also dann eben auch für die Freunde vom Euro zum US-Dollar, dass eher der Euro unter Druck steht, aus meiner Sicht, mit der Option, dass eben wirklich die EZB schneller die Zinsen senken muss. Das wird sich dann eben zeigen, wenn die Inflationszahlen aus Deutschland, aus der Eurozone auf den Tisch kommen. Gehen wir damit in den Dollarindex. Und wir sehen im Endeffekt, ja, man bewegt sich hier so schlank und langsam nach oben, aber doch irgendwie den konsequent Korrektur, Gegenbewegung. Korrektur, Gegenbewegung heißt also Aufwärtstrend haben wir ja noch, die Gesamtkorrektur, dann immer wieder eine kleine Gegenbewegung, auch im Konzept der ignorierten Kerze. Es ist momentan sehr, sehr schwierig, wirklich hier eine abschließende Bemerkung auch zu geben, weil natürlich der Markt zwischen Baum und Borke sitzt, anders kann man es gar nicht formulieren. Ja, was ist es denn jetzt? Sind wir in der Rezession? Sind wir nicht in der Rezession? Ist die Wirtschaft schlecht in den USA? Heißt also, braucht die Hilfe von der Fed? Ist die Inflation wieder zu hoch? Das heißt, muss die Fed vielleicht auch mal irgendwie die Zinsen anheben? Ja, und das sehen wir. Und da sehen wir, dass man irgendwie hin und her springt, ja, als ob sie in der Reihe, ob sie warten, dass sie auf Toilette können. Aber eben der Platz noch besetzt ist. Ja, so springt der Markt eben auch hin und her und wartet im Endeffekt darauf, dass irgendwann die Tür aufgeht und man sich endlich mal entscheiden kann. So, das ist im Endeffekt der Punkt. Und momentan geht es wieder nach oben. Sollte das jetzt anhalten, sollte der Markt sich jetzt für den Dollar entscheiden, wovon ich grundsätzlich auch eher ausgehe von der Wahrscheinlichkeit, frage es halt bloß wann, dann sehe ich zumindest mal den Bereich bei 1,0580,
bisschen drüber, vielleicht so knapp 1,06. Ja, da warten so die vorangegangenen Hochs. Das sehe ich mal so als erste Idee, um mal so langsam ranzulaufen. Das braucht jetzt nicht dynamisch zu gehen. Das kann 1, 2, 3 Wochen tatsächlich auch dauern, in kleineren Mini-Kerzen. Aber nichtsdestotrotz, das ist momentan zumindest die Idee, die ich eher bevorzuge, ja, wenn man auch mal dann den Euro und auch die anderen Werte, die man sich anschauen werden, wenn man dazu packt, dann sieht man, dass der Dollar schon noch ein Stückchen stärker ist und auch irgendwie bleibt. Nichtsdestotrotz, beides ist möglich. Es ist tatsächlich auch möglich und das sehen wir momentan. Ne, das könnte ja dann auch sowas sein wie ein Harami, der sich da so rausbildet. Das könnte jetzt auch sein, dass wir uns dann wieder so ein bisschen nach unten bewegen, aber nicht mit hoher Dynamik. Die ist momentan erstmal raus. Und dann von dort aus nochmal hochlaufen. Und hier so seitlich in der gesamten Spanne zwischen 106, lege ich mich mal fest, und irgendwas bei 104, 103,75, sowas in dem Bereich, dass sich der Dollarindex dann dort bewegt. Das ist eine sehr unbefriedigende Situation, aber die gibt es eben nun mal auch. Und das heißt im Endeffekt für uns im Trading und auch im Kurz- und insbesondere im mittelfristigen Trading, dass man dann doch eher defensiver dann in der Investition sein darf, dass man vielleicht auch mit der Positionsgröße mal etwas aufpasst und bei der Gewinnerwartung jetzt nicht ganz so großzügig sich dann in den Markt begibt. Das wäre so die Idee, die ich grundsätzlich jetzt mal auch für die nächsten Währungspaare, aber auch Rohstoffe hier mit reinstelle. Gehen wir dem Aspekt zum Euro, zum US-Dollar. Hier sehen wir das Elend von der anderen Seite. Wir bewegen uns hier zur Seite. Wir sind am mittleren Bollinger Band, der kleine Durchschnitt 20 sozusagen, der faire Wert, wenn man das so will. Wir sind von der letzten Stärkenwoche wieder zurückgekommen, sind so gerade eben mal, ein bisschen größer, ja, wir sind so gerade eben mal in der Hälfte der Vorgängerwoche angekommen in der Kerze. So, das heißt, es ist eigentlich so eine gesunde Pi mal Daumen 50% Korrektur. Das kann jetzt durchaus auch sein, dass der Euro nochmal von dort aus, zumindest ist nicht, eben nicht unbedingt auf Wochenchartbasis, aber so nochmal so einen Tag nach oben dippt, um dann doch nochmal nach unten zu kommen. Und es entscheidet sich im Endeffekt jetzt hier so in dem Bereich bei 1,07780, ob der Euro sich hält oder ob wir dann insgesamt an der Stelle eine Umkehrung entdecken und erleben, die letzten Endes ja nichts anderes macht, als diese Abwärtsbewegung zu vervollständigen, die wir hier schon mit einer elegant gezogenen Trendlinie relativ salopp und einfach mal so aus dem Handgelenk da einzeichnen können, wo wir sehen, dass offensichtlich nicht nur ich der Einzige bin, der hier die Trendlinie sieht, sondern der Markt irgendwie insgesamt auch. Und damit haben wir momentan tatsächlich von einem Kurz in der Mezze nach oben im Euro zum US-Dollar eher die Möglichkeit, auf einen fallenden Euro zu gucken, den es dann im Laufe der nächsten Tage bzw. Wochen auf rund 1,0650 bringen sollte. Da warten dann so leichte Unterstützungen. Ja, das sehen wir. Da haben wir hier so diese ganzen Bereiche, die wir dann auch schon mal hier im Juni oder Mai 23 hatten, die wir dann auch im April des laufenden Jahres mal so angelaufen hatten. Da kann dann schon mal so ein bisschen Gegenbewegung kommen. Aber momentan, und Sie sehen sie schon selbst, bildet sich dann hier eben auch so ein fallendes Dreieck, das im Regelfall dann nach unten aufgelöst werden sollte. Das verheißt jetzt nicht wirklich Gutes und Positives für den Euro. Da mag nochmal so eine Bewegung hier nach oben kommen und dann der Ausbruch nach unten, 1,05 und folgende. Das dauert ein bisschen, werden wir uns noch öfter sehen, aber das ist etwas, was wir uns für den Euro ja schon mal so innerlich festhalten können, wo man sich mal schon überlegen kann, wie positioniert man sich. Kurzer Blick noch auf den Tageschart. Was sehen wir hier? Wir sehen hier einfach, wie diese Linie, die ich ja doch eher nur aus dem Handgelenk eingezeichnet habe, also die Abwärtstrendlinie, ihre Wirkung zeitigt. Und wir können hier natürlich nochmal so ein etwas saubere für den Tag einzeichnen. Sehen Sie auch hier, dass es doch durchaus sehr, sehr schön zusammenpasst. Und im Endeffekt auch hier klar ist, das Market dann nachher nochmal so im Bereich von 1,08, 10, 15, 20 mag es nochmal nach oben laufen, um dann die Widerstände zu testen, die aktuell dann neu eingelegt wurden bei 1,0840,50. Vielleicht maximal auf die 1,0850, sowas in dem Dreh, ja, wo dann auch diese Linien, die entsprechenden Abwärtstrendlinien liegen, Tageschart, Wochenchart, um dann von dort aus umzudrehen und den Weg in Richtung Wochen
Chart- und Wochen-Idee auch reinzubringen. Bedeutet, dass im Endeffekt, wer jetzt hier nicht sofort irgendwie shorten möchte, was nicht unbedingt die ratsamste Idee ist, sondern eher sich geduldig zeigen möchte, der dürfte mit einem Pullback belohnt werden, der irgendwo im Bereich von 1,0850 spätestens, vielleicht sogar bei 1,0830, 40, sowas in dem Bereich gerne mit einer Umkehrkerze belohnt werden darf, die dann den Euro nach unten schickt und den Dollar favorisieren lässt. Mit den Worten gehen wir zum Yen, Dollar zum Yen, und der Dollar zeigt sich auch hier weiterhin stark. Ich war beim letzten Mal, habe es mir bequem gemacht, habe gesagt, naja, letztes Mal, als ich es analysiert hatte, den Wert, naja, mag ja in beide Richtungen jetzt ausbrechen, das ist immer ganz bequem, das so zu sagen, aber nichts von dem ist geschehen. Der Dollar ist weder nach oben noch unten ausgebrochen, sondern wir bewegen uns hier innerhalb, schon seit 1, 2, jetzt in der dritten Woche, innerhalb der Kerze vom 29. April. Durchaus spannend, ich meine, so ist es ja nicht, mit einer aufwärts geneigten Tendenz. Das heißt, diese steilere Aufwärtstrendlinie, die hier so drin liegt, die kann ich tatsächlich noch ein bisschen steiler machen, was natürlich dann dafür spricht, fairerweise, dass die, naja, dass der Dollar durchaus die Oberhand hat und tatsächlich an Stärke, an Kraft gewinnt und damit auch an Dynamik gewinnt, weil hier offensichtlich die Korrektur, die wir hier so hatten, eher ja, sehr schnell beendet wurde und der hat die Käufer gar nicht abwarten können, den Dollar einzukaufen und den Yen abzustoßen. Ist natürlich ein gewisses Drama für den Yen mit dabei, muss man auch mal ganz klar sagen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch an uns, hier die Beurteilung entsprechend vorzunehmen, zu gucken, wo liegen Möglichkeiten, eben dann davon zu profitieren. Und ob sie jetzt sagen, hey, dann fahre ich jetzt halt nach Japan und kann mir das Land auch endlich mal zu einem günstigeren Preis erschließen, okay, oder ob sie jetzt einfach nur am Schreibtisch daran partizipieren, das ist ja dann ihre Entscheidung, aber so sieht es für mich momentan aus. Dann gehen wir ins Cable, zum Cable, Pfund zum US-Dollar. Ja, das Pfund ist noch hier am Zappeln, um es mal so zu sagen, das Pfund wehrt sich noch. Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, es mag ja nochmal raufgehen auf die 1,2840, sowas in dem Bereich. Es sieht danach aus, als ob das nicht mehr möglich ist, als ob das Pfund das nicht mehr schafft, als ob die Luft tatsächlich so ein bisschen ausgeht und das Pfund hier dann abdreht, nach unten läuft. Was mir hier fehlt, ist im Endeffekt die Dynamik. Ja, also Sie sehen es ja, man ist hier wohlgemut hochgeprescht, große, kräftige grüne Kerze in Richtung des Widerstands und dann passiert jetzt hier gar nichts mehr. Ach, was sagt man, die Stimme vorn setzen. Ja, dann passiert hier gar nichts mehr. Es grenzt förmlich an Mutlosigkeit und das spricht eigentlich eine klare Sprache, dass nämlich hier das Pfund schon jetzt beginnt zu fallen und damit ist eigentlich auch klar, dass nicht nur der Unterstützungsbereich hier bei rund 1,25, 35, 40 nicht mehr hält, sondern dass wir uns klar aufmachen auf 1,23, 60, 50, vielleicht dort nochmal zurücklaufen, aber im Grundsatz die 1,2150 hier zu Buche steht. Ich denke, darauf kann man sich schon mal einrichten. Idealerweise hält der Bereich. Denn schauen wir mal, wir sind im Oktober hier schon mal dann mehrere Wochen seitwärts gelaufen an dem Bereich, sind dann wieder nach oben gekommen. Und es wäre fatal, offen gesagt, wenn das Pfund darunter fallen würde. Denn dann wäre all das Geschiebe, Gezerre, Verhandeln, Bangen und Hoffen seit November, November, seit wir da wieder rübergelaufen sind, Geschichte, November 22. Und das ist natürlich schon, das wäre ein arges Drama für das Pfund und dementsprechend muss man mal schauen, wie sich das Ganze dann da darstellt. Ansonsten sehen wir auch hier, dass sich das Ganze in Richtung eines fallenden Dreiecks ausbildet und das natürlich auch dann an der Stelle nicht wirklich was Gutes verheißt, weil das Pfund offensichtlich immer wieder an dieser Linie oder im Bereich der Linie abgestoßen wird und nach unten fällt. Und danach sieht es jetzt genau in diesem Moment aus. Schauen wir mal, was der Freitag bringt, aber momentan bin ich hier für das Pfund nicht wirklich zuversichtlich. Und das Gleiche gilt in größerem und stärkeren Maße für den australischen Dollar. Ich bin ja beim letzten Mal selber drauf reingefallen. Jetzt habe ich den Trade nicht gemacht, weil es keinen gab. Ja, also kein Signal. Aber
Ich hatte ja selber gesagt, oh Mensch, das mag ja nochmal hochgehen, aber eigentlich ist es auch egal, weil danach wird der australische Dollar wieder fallen. Tja, so sieht es jetzt aus. Im Endeffekt, der australische Dollar ist eben nicht mehr angestiegen. Und es ist genau dieser Effekt, was ich ja auch gesagt habe, dass diese Non-Farm-Payroll-Geschichte, diese Hoffnung auf Zinssenkung, weil die Wirtschaft schwächelt, vielleicht tut sie es, wer weiß. Aber dass solche Sachen natürlich eher auf dünnem Eis sind, ja, dass es auf dünnem Eis steht, dass es auf Sand gebaut ist. Und genau das ist das, was wir jetzt sehen. Ja, aus dieser großen euphorischen Woche mit der ignorierten Kerze davor kommt jetzt sind wir schon im Bereich eines Dark Cloud Covers angelangt. Ja, das ist nicht mal mehr ein Harami, das ist nicht mal nur irgendwas, das ist ein Dark Cloud Cover. Und wenn es ganz blöd läuft für den australischen Dollar, dann wird noch am Freitag aus dem Dark Cloud Cover ein Bearish Engulfing gebaut. Und das ist natürlich fatal. Und wenn wir mal nach links schauen, was ist denn eigentlich danach passiert über die Jahre? Wir reden über 22, schauen Sie es an. Okay, hier haben wir einen Shooting Star in der Woche vom 4. April 2020. Hier haben wir einen Bearish Engulfing in der Woche vom 30. Juni 2023. Hier haben wir einen Evening Star in der Woche vom 25. Dezember 2023. Und jetzt mit einem Fehlausbruch durch diese doch eher salopp und hemdsärmlich angelegte Linie sehen wir zumindest aktuell erstmal ein Dark Cloud Cover mit der Tendenz zu einem Bearish Engulfing. Ja, und was erwarten wir denn jetzt? Ja, das. Ja, nichts anderes, als dass der Markt es weiter fällt. Mit der Idee auf 0,63 zu laufen und dann, bitteschön, australischer Dollar. Zeig mal ein bisschen Stärke. Aber Sie sehen dieses fallende Dreieck, das sich ja hier wirklich auf diese Unterstützungslinie immer wieder zurückgezogen hat. Mit immer mehr Druck von oben kommt, was eigentlich, tja, wie soll ich das sagen? Im Endeffekt wird es dem australischen Dollar so gehen, wie der Kartoffel durch das Pommesnetz gedrückt wird. Ja, vielleicht kennen Sie dieses Instrument aus der Küche und es einfach dann sauber und entspannt mal nach unten weitergeht. Also das ist das, was ich jetzt hier so sehe. Bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich hier so Geschichten oder Vergleiche nehme, aber ne, ich versuche das mal gerne auch so in bildliche Sprache zu bringen, damit man so ein bisschen den Ernst da mal so wegnimmt. Weil es steckt natürlich auch mal Volkswirtschaften dahinter, darf man auch nicht vergessen, und Länder dahinter, aber für uns ist es ja eher abstrakt zu beobachten, ne? Das mal von der Seite. Und gehen wir zu guter Letzt in den Dollar zum Schweizer Franken. Und hier geht natürlich die Überraschung los, denn der Dollar ist stark gegenüber dem Schweizer Franken. Ich bin hier auch davon ausgegangen, dass der Dollar nochmal zurückkommt. Ja, einfach ein bisschen weiterfällt, nochmal dann dippt. Also es ist nicht weiter, es ist richtig weitergegangen in der letzten Woche. Gab es so einen Move nach unten, der wurde wieder hochgekauft. Momentan zeigt der Dollar eben auch hier Stärke. Jetzt ist die Kuh noch nicht vom Eis. Soweit ist es jetzt tatsächlich auch noch nicht gekommen. Aber wir sehen ja doch, dass der Dollar hier noch eine gewisse Stärke zeigt, eine gewisse Kraft hat. Und was wir hier an der Stelle halt auch sagen können, dass es durchaus noch ein bisschen nach oben laufen können. Jetzt wird es spannend bei 0,9220, so in dem Dreh, also 92 Rappen. Vielleicht noch ein bisschen nach oben zu gehen, maximal 0,94, also 94 Rappen, 0,94 Franken gegen den Dollar. Das wäre nochmal möglich, aber ich kann mir eher vorstellen, dass der Dollar vorher abdreht und dann dem doch tendenziell stärkeren Franken wieder den Platz einräumt, den der Franken eigentlich auch immer hatte. Deshalb grundsätzlich, ich wäre jetzt vorsichtig mit Long-Positionen auf den Dollar. Man kann mal schauen, ob man irgendwo dann hier eine schöne Wende sieht, auf Tagesbasis vielleicht, um dort rechtzeitig sich zu positionieren und dann bereit zu sein, falls der Dollar dann nach unten korrigiert, wie er es bislang ja auch immer getan hat. Wird sich dann auch zeigen. Ja, damit gehen wir in die Rohstoffe und Gold. Gold ist für mich hier angeschlagen. Es ist jetzt kein K.O.-Schlag, aber für mich ist Gold angeschlagen. Aus dem einfachen Grund, Sie sehen es, Sie kennen es, Sie wissen es, Shooting Star bestätigt, ausgelöst. Und jetzt kommt die Schweinerei, natürlich ausgelöst, wer lässt sich einstoppen, der ist dann drin, der Stop Loss liegt über den Shooting Star, der Stop Loss wurde in dieser Woche ausgelöst, ja, also auch das ist kein Trade von mir, aber man sieht es ja, das hätte man so machen können. Und jetzt haben wir natürlich mit einem Fehlausbruch das Dark Cloud Cover, das sich bildet, mit der Tendenz, und die ist jetzt klar und deutlich zu sehen, einer
eines Doppeltops mit Fehlausbruch, eine M-Formation, die ja klassischerweise ausgelöst wird und bestätigt wird, wenn das Tief durchschritten wird. Also da liegen wir dann bei 2280, 85, sowas in dem Bereich, also unterhalb des Tiefs, 85,2, ein bisschen Puffer, darf es dann sein. Aber ich bin tatsächlich immer der Meinung, dass wenn man so eine Formation dann hier hat, die vollendet ist, dann ist das ja schon eine klare Sprache. Das heißt, man könnte dann tatsächlich überlegen, ob man Short-Einstieg für Gold oder ins Gold bei rund, was ist hier das Tief, 2335, hier haben wir ein bisschen Puffer, ob man dann Einstieg wählt aufgrund des entweder Dark Cloud Covers oder Bearish Engulfing, das wird sich dann noch zeigen am Freitag, in Verbindung mit dem Doppeltop, in Verbindung mit der M-Formation also und in Verbindung mit der Double-Touchdown-Strategie auf Wochenchartbasis. Mit dem Ziel, zunächst mal auf die 2220 zu gehen, ja, da man ungefähr so 1:1 das Chance-Risiko-Verhältnis, respektive noch ein Stückchen tiefer, rund $2,100, dann hätte man sowas wie ungefähr 2:1 im Chance-Risiko-Verhältnis, ein bisschen drüber sogar, ne, je nachdem. Aber das wäre so eine Möglichkeit, dann zu überlegen, wie weit könnte Gold denn fallen. Denn dass Gold fallen wird, das ist jetzt für mich das eher realistischere Szenario. Deshalb hier an der Stelle Vorsicht mit Long-Positionen. Ich würde jetzt tatsächlich mal gucken, wenn ich Long in Gold wäre, ob ich nicht mal schaue, dass ich dann nicht entsprechende Bestände abbaue. Das heißt nicht für physisches Gold, ja, das muss man jetzt nicht unbedingt so für sich machen. Das hat ja immer noch einen anderen strategischen Aspekt, aber ja, wer halt ein Zertifikat oder Derivat oder dementsprechend damit Gold long ist, der kann sich halt überlegen, ob er dann mal auflöst. So, das Ganze sehen wir im Tagesschart nochmal deutlicher. Jetzt der heutige Tag, und da sind die Fed Minutes natürlich schuld. Ja, das können wir uns auch hier direkt mal im Stundenchart anschauen. Hier 16 Uhr, ja, da ging es dann ja los mit den Minutes, wenn mich hier alles täuscht. Und seitdem läuft es dann eben nach unten oder selbst oder hier 20 Uhr mag es gewesen sein, ich glaube 20 Uhr. So, aber Sie sehen es, der Markt hat es ja schon vorab genommen, vorweggenommen und deshalb, ja, es ist eine Wende hier zu sehen und man sieht hier auf Tagesbasis, es ist kein, ja, nicht, dass Sie auf die Idee kommen, in der CFDI-Prüfung zu sagen, das wäre ein Evening-Star, das ist natürlich nicht, ja, ist nämlich eine Kerze zu viel hier, aber die Grundidee wird ja deutlich, ja. Also die Idee ist ja schon grundsätzlich, dass man eine Wende hat und das steht hier wie Wende, ja. So, und das ist, was wir sehen und das Ziel zunächst mal eben hier 2300, 2230, auch aus dem Tageschart gut ableitbar. Ja. Silber hat ein ähnliches Schicksal, wen wundert es, natürlich ist ja auch so ein bisschen im Gleichklang und eigentlich bewegen wir uns hier so in der Richtung, wie ich das ja auch angedeutet habe. Ja, ja, das muss man auch sagen, ein bisschen drüber sind wir gegangen hoch, dann bei $32,75 waren wir angekommen. Und die Idee ist jetzt natürlich erstmal wieder den Ausbruchsbereich bei rund 30, 29, 50, von mir aus auch $29 nochmal zu testen. Da dürfen gerne Käufer wiederkommen. Das wäre sehr wünschenswert für Silber. Denn nochmal, Sie wissen es ja auch als treue Zuschauer, Sie wissen es ja, es geht ja auch mal darum zu gucken, wie ernsthaft wird der ganze Kauf betrieben. Ja. Sind die eben wirklich entschlossen, nochmal zuzugreifen, die Käufer, oder ist das Feuer verpufft und irgendwie wollen die nicht mehr, aus welchen Gründen halt auch immer. Und das ist die Frage, die sich dann natürlich immer in solchen Unterstützungen bzw. Widerständen von der anderen Seite dann halt immer wieder entscheidet. Und wenn es keine befriedigende Antwort gibt, dann saust so ein Wert eben durch die Unterstützung bzw. durch den Widerstand durch und darf sich dann an der anderen nächsten Stelle bewähren, so lange, bis die Käufer dann, zumindest hier in dem Falle, die Käufer sagen, okay, jetzt passt es, jetzt ist es wieder günstig, jetzt bin ich dabei, jetzt ist der Preis für mich wieder angemessen. So, und das ist immer die große Frage. Und deshalb aus meiner Sicht geht es jetzt zunächst erstmal so auf rund 30, $29 runter, mit der Option tatsächlich nochmal weiter abzutauchen, dann so auf die rund 27,50, da wartet dann der nächste Unterstützungsbereich, abgeleitet von dem Hoch von der Woche vom 7. März 2022. Zu guter Letzt bei den Rohstoffen gehen wir ins Öl und wir sehen auch hier, Öl ist nochmal abgeprallt vom Widerstand bei rund $80. Ich bin auch davon ausgegangen, dass wir noch einen Tick hochlaufen, um dann zu fallen. Das hat sich jetzt auch nicht bewahrheitet. Am Ende, es zeigt sich über alle Rohstoffe oder auch die ganzen Währungspaare, dass es nicht mehr gereicht hat. Und wir sehen, die ganzen
die ganzen Werte, die wir betrachtet haben, aus der vermeintlich positiven Woche, ist genau das Gegenteil in der laufenden Woche geworden. Und es gibt noch den Donnerstag und es gibt noch den Freitag. Das heißt, es kann noch schlimmer werden. Und das gilt es wirklich immer zu bedenken, wenn man irgendwie so eine euphorische Bewegung hat, dass hier nichts endgültig ist und die Marktteilnehmer nach einer großen Euphorie den Kater haben. Und das ist das, was wir jetzt hier eben so sehen. Und dann reicht eine Bemerkung, Wirtschaftszahl, das eine Datum, das, was man sich so vorstellt, das reicht aus, um das Ganze zum Kippen zu bringen. Und das ist aus meiner Sicht der Punkt, der jetzt hier erreicht ist. Und damit sage ich nochmal, da darf man sich jetzt anschnallen und vielleicht wirklich nochmal großzügig über nachdenken, inwieweit man Position auflöst. Ich will sie nicht aufschwatzen, darf ich auch nicht, will ich nicht. Das ist auch nicht meine Aufgabe, ich will Ihnen bloß zeigen. Und das ist meine Aufgabe, welche Szenarien jetzt bevorstehen könnten mit der größeren Wahrscheinlichkeit. Und ich glaube, kann man auch kurz nachvollziehen. Also dementsprechend, Öl macht sich jetzt auf den Weg hier nach unten. Das heißt nicht, dass wir sofort rapide nach unten laufen. Ich sehe mal die 75, 74, 50 und dass man sich dann so langsam, aber doch stetig nach unten pendelt. Sagen wir immer so in 50 Cent Schritten, 1 Dollar Schritten, immer weiter nach unten, bis wir dann uns irgendwo wieder finden bei rund 70 Dollar. Da darf man dann nochmal gucken, was passiert. Es können auch 71 Dollar sein, aber da darf dann Öl gerne wieder nach oben laufen. Ansonsten wird es eben nochmal eine Stufe tiefer gehen. Ja, damit gehen wir in die Kryptos. Bitcoin. Ich hatte ja Bitcoin schon mal am Sonntag, also dann für den Montag, für die Marktwoche präsentiert, aus gutem Grund. Sie sehen es, ich hatte hier in der Marktwoche gesagt, Freunde, jetzt geht's ja los. Bitcoin bricht aus. Bitcoin ist ausgebrochen. Und Bitcoin ist auch jetzt wieder, der Bitcoin ist wieder ein bisschen zurückgekommen, weil wir natürlich bei rund 70.000 Dollar einen starken Widerstand haben. Da haben wir eine psychologische Marke, dann haben wir natürlich den gesamten Bereich der Allzeithochs. Da muss man schon sich ein bisschen reinhängen als Käufer, um darüber zu kommen. Aber wir sehen, dass wir hier jetzt nicht ein Strohfeuer haben, sondern man ist hochgelaufen, korrigiert ein bisschen und es wird wieder Kraft gesammelt. Heißt also, aus meiner Sicht sehen wir jetzt tatsächlich den Durchbruch aus der Korrektur der Flagge in den Bereich 74.000, 75.000 Dollar. Ja, da kann man nochmal ein bisschen korrigieren, vielleicht nochmal so auf die rund 72, 71, 5, um dann weiterzulaufen, 80.000. Naja, und Sie kennen ja die Spielchen, wenn das Feuer erstmal brennt, dann brennt es lichterloh beim Bitcoin. Ich bleibe nach wie vor bei den 100.000, einfach weil es greifbar ist, was logisch ist, weil wahrscheinlich auch alle Welt das sehen will, wie es danach weitergeht. Das wird sich dann zeigen. Ich kann mir vorstellen, dass wir dann jetzt sowas wie ein Blow-off vielleicht sehen, also eine massive Bewegung nach oben, um dann im Anschluss eine massive Korrektur auch zu erleben. Massiv heißt eben lange, große Kerzen, die halt auch entsprechende Verunsicherung, also erst Gier, dann Angst, mit sich bringen. Deshalb lassen Sie sich da nicht so ins Boxhorn jagen, verfolgen Sie gerne auch Ihre Zielstrategie, damit Sie dann eben sich hier nicht in den Schleudergang der Märkte bewegen. Also das ist so die Idee, die ich für den Bitcoin habe, kurz und bündig, aber glaube ich auch schön nachvollziehbar. Wir haben hier eine schöne Chartanalyse, die wir ja auch so machen können. Ja, wir sehen die Konsolidierung, wir sehen die Korrektur, das passt schon alles und jetzt müssen die Marktteilnehmer eben einfach den Weg weiter verfolgen und da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es auch so wird. Und dann gehen wir zu guter Letzt ins Ethereum. Ethereum ist natürlich jetzt nicht die Überraschung der Woche, aber irgendwie schon eine echte Überraschung in der Woche. Denn Sie sehen, wie kraftvoll hier das Ganze nach oben läuft, wie Ethereum gekauft wurde. Am Ende, auch hier, ist die Zeitung ja zutreffend. Es hätte noch eine Möglichkeit geben können, noch kurz nach unten zu laufen, wenn auch nicht viel. Die wurde erst gar nicht genutzt in der Vorwoche und dann ging es jetzt in der laufenden Woche wirklich massiv nach oben. Ich kann es gar nicht anders sagen. Sie sehen es, wie viele Wochen wir hier auslöschen. Wir sind jetzt vom Montag bis zum Mittwoch auf dem Niveau von, oder wir haben das Niveau vom April 24. Also wir haben vom 8. April, wir haben rund 6 Wochen, ich sage mal 5 Wochen hier kurz mal übersprungen. Und das macht natürlich dann Laune und das macht auch zuversichtlich, dass wir auch die 4.500 als nächstes sehen, aber erstmal mit Schwierigkeiten auf die 4.000, dann darf man ein bisschen hinher korrigieren. Aber dann denke ich mal, ist es relativ greifbar, dass wir über die 4.800, 900 kommen. Und dann, bin ich mir auch sicher, will der Markt die 5.000 sehen.
Und wenn wir uns diese Kerze anschauen, dann wird es auch relativ greifbar, dass das tatsächlich schon in der nächsten oder übernächsten Woche passieren kann, nicht muss, kann. Aber Sie wissen es auch hier, wenn die Leute erstmal entfesselt sind, dann sind die eben richtig entfesselt. Muss man also mal schauen, wie sie das Ganze dann darstellt. Ja, damit haben wir es auch schon für das diesmalige Fast and Forex. Irgendwie ist es ein bisschen trocken hier bei allem Herbst. Und ich muss aber dann mal eine Pause machen, um meine Stimme wieder ein bisschen zu schonen. Ich bin jetzt nicht heiser oder so, aber irgendwie sei es drum. Auch das gibt's. Nichtsdestotrotz, ich denke, es ist relativ deutlich, wo wir stehen. Der Dollar kommt zurück. Auch wenn wir eine Unsicherheit haben in den Märkten, ich würde es nicht zu große Bewegungen erwarten, aber dass die Stärke anhält, das sehen wir, glaube ich, in allen Charts deutlich. Überraschend ist Gold. Gold ist schwach. Da wirklich aufpassen. Gleiches beim Silber. Interessant ist Bitcoin, interessant ist Ethereum, auch wenn mal wieder die Bewegung so stark ist, dass wieder mal keiner daherkommt. Aber deshalb habe ich Sie auch schon am Montag darauf hingewiesen. Und wer dem dann mal auch entsprechend wohlwollend gefolgt ist, der kann sich eben momentan zumindest freuen. Momentan heißt jetzt um 22.30 Uhr am Mittwoch deutscher Zeit. Wie es am Donnerstag aussieht, wissen wir natürlich auch nicht, aber Sie kennen das ja schon mittlerweile. Und von daher, ich wünsche Ihnen noch zwei erfolgreiche Handelstage, ein ganz, ganz entspanntes Wochenende, Frühlingswochenende natürlich. Und dann sehen und hören wir uns wieder am Montag mit der Marktwoche. Und bis dahin, erstmal alles Gute, Ihr Wieland Alt.